Willkommen hier wieder zurück zu Metroid Prime Remastered. Ah, verdammt. Ich habe keine Raketen. Ach, danke. Raketen. Okay, kann ich euch kaputt machen? Nee. Komm ich da mit dem Mothball lang? Ja. Mr. Container schon mal schön. Auch viel Energie verlieren ist nicht schön. Oh. Also sind wir hier, wo ich immer... Ja, nicht immer hin wollte, aber... Haben wir erledigt. So, jetzt kann ich hier runter. Glaube ich, vermute ich, denke ich, weiß ich. Kann ich damit eigentlich Wasser gefrieren? Nö, schade. Jetzt können wir hier lang. Hat ja auch was. Okay. Keine Fische. Das sieht doch schon wieder aus wie so ein Weg und am Ende erwartet dich ein Boss oder sowas. Sonst weiter nichts. Ah, jetzt auf, okay. Wollte schon sagen. Na komm, das schreit doch nach einem Boss, ey. Schreit nach einem Boss und ich habe keine Energie. Toll, keine Raketen bekommen, ne? Natürlich das, was man sich wünscht. Keine Raketen. Warum muss eigentlich mal eine Unterwasserwelt geben? Probieren wir es damit. Ja, nice. Neuer Eintrag.
Jelzab, Unterwasserräuber, dessen Skeletthälften elektrisch miteinander verbunden sind. Das Gehirn des Jelzabs befindet sich in der oberen Körperhälfte. Herz- und Verdauungstrakt hingegen beanspruchen den unteren Teil. Obwohl die beiden Hälften auf rätselhafte Weise nur durch elektrische Spannungsfelder miteinander verbunden sind, bilden sie ein perfektes funktionierenden Organismus. Dieser effektive Anatomie beschert den Jelzab einen Platz an der Spitze der Nahrungskette in den Gewässern von Talon 4. Okay. Lass also vorsichtig vorgehen. Autsch, 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 doof, 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 doof. Okay, wo muss ich lang? Achso, die kommen immer wieder. Okay. Mal sagen, ich muss hier lang, weil das ist jetzt so der einzige Weg, den ich sehe. Ach, war klar. Diese Tür wird nicht mit Energie versorgt. Vier naheliegende Schaltkreise müssen jeweils eine Induktion erhalten, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Dazu würde sich ein starker Beschuss mit elektrischer Energie eignen. Die Schaltkreise geben ein Wärmemuster ab. Das war ja klar. Vier Schaltkreise. Nummer 1 befindet sich... Den habe ich schon erwischt. Nummer 2 ist da. Das ist Nummer 2. Nummer 3. Die Frage ist, wo ist Nummer 4? Ist wirklich eine gute Frage, wo Nummer 4 ist, oder? Wo könnte Nummer 4 sein? Blöde. Da drin nicht, oder? Egal, ich glaube, ich verballere jetzt gerade hier zu viel Zeit damit, das da zu erledigen. Okay, dann gefrieren wir dich. Stopp. Ah, er muss einmal schießen. Okay. Damit. Wo ist jetzt die letzte Energiequelle? Gravitation Pendrana? What?
Ja, komplett woanders, wo ich jetzt gerade bin, ne? Okay, er ignoriert mich, dann ignorieren wir ihn auch erstmal. Wir suchen weiter nach dieser blinden Energiesignatur. Eigentlich von hier irgendwo rechts kommen, aber da war halt nichts, ne? Also gehe ich mal stark davon aus, dass es irgendwo oben ist. Danke. Nee. Wir haben eine Signatur. Aktivieren. Wo ist es? Das ist er? Gibt's echt nicht, dass ich das nicht sehe, ne? Okay. Nein, 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 nein. Oh, ernsthaft. Was bist du denn? Wasserranke, unter Wasser den Dackel, der Teil eines unterirdischen Organismus ist, irgendwie angepasst, Wasserranke, Verhaltensmuster der eng verwandten Sachen, da, irgendwas Wichtiges. Ja. Aber es würde sogar dahinter angezeigt werden. Kann es doch nicht geben, das muss also von ganz oben kommen. Also ich muss da hoch. Gute Nachricht ist, so kommt man schnell voran. Die schlechte Nachricht ist, ich muss wieder nach ganz oben springen. Blöden Ding, ey. Krass, dass Metall hier übrigens in der Luft schwimmt. Also in der Luft, im Wasser schwimmt, ne? Ein theoretisch schweres Metall, aber es schwebt einfach im oder es schwimmt einfach im Wasser. Ich will jetzt verarschen. Da unten ist er irgendwo. Ich bin umsonst hochgerannt. Umso mehr ärgert mich das. Und das schaffe ich gar nicht so. Schade. Mal gucken, wo war er? Da. Oh, so simpel, ey. So simpel.
Nein. Mehrere Türsteuerung. Ausgefallen. Ausweichen auf Zusatzsteuerung erforderlich. Halt. Oh, hier kann ich speichern. Okay. Ne, erstmal speichern. Wir wissen nicht, was uns hinter der nächsten Tür mal erwartet. Insofern bin ich über jeden Speicherpunkt froh. Flüssigkeit verhindert weiteres Vordringen. Powersuit-Erweiterung zum weiteren Vordringen erforderlich. Ja gut, und wo bekomme ich die her? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Bin ich jetzt umsonst dahin? Jetzt umsonst den ganzen... Ja, Leute, sowas kann deprimieren. Sonst, weil jetzt diese nervigen Fische wieder da sind. Wow. Da habe ich einfach super schnell reagiert. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Was ich dafür übermenschliche Reaktionen hatte. Nein, du blödes Ding. Boah, geht das mir auf den Zeiger. Ich dachte jetzt irgendwie, ich bekomme ja irgendwas, damit ich unter Wasser springen kann. Nein, natürlich nicht. Stattdessen bin ich ja einmal umsonst runter. Okay, so ist, glaube ich, sinnvoller. So zu machen. Einmal anschießen. Wenn man auf deren Höhe ist. Also man muss auf deren Höhe sein. Nicht in der Nähe, sondern nur auf deren Höhe. Der mich beim letzten Mal runtergeschubst hat. Der müsste jetzt dann kommen, ne? Boah, richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Ruf. Alles richtig, ganz ruhig. Was jetzt hier einfach ab und dann ist gut. Also hier lang war jetzt komplett ein... Ja... Ich habe jetzt den Weg, schön, aber das war's dann auch. Naja.
Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Oh, ich habe jetzt keine Lust auf euch. Ah, komm, lass mich durch. Ich will hier raus. Keine Lust. Bin weg. Okay, und wo hat er jetzt gesagt? In die Wüste? In die Wüste. In die Eiswüste wohlgemerkt. Nicht zu den Chozo-Ruinen, sondern... Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Ich glaube, ich gehe den Standardweg, damit bin ich auf der sicheren Seite. Aber wie immer werdet ihr das dann im nächsten Part sehen, erfahren, erleben. Weil da könnte ich auch schnell zu den Höhlen von Magmon, ne? Vielleicht ist das hier sogar der schnellere... Das ist nicht der schnellere Weg. Ich denke mal, ich werde dann doch den Weg hier nehmen. Drecksding. Den hier? Ich glaube, der ist... Okay. Also. Ich kletter jetzt hier... runter. Hier durch. Hier durch. Gefühlt kriege ich da irgendwie keine Energie raus, oder? Und gehe hier in die Höhlen von Magma und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschüss.